Alles klar. Natürlich gilt der Aufmerksamkeit unseren vier Mannschaften. Wir werden die Mannschaften jetzt mit Musik hier in die Halle begleiten und ich werde die Mannschaften vorstellen. Herzlich willkommen zu unseren sechsten Hallenmasters hier in Eierbach auf der Main. Mit der Nummer 6, Flavio Platzi. Mit der Nummer 7, Flavius Botiserius. Mit der Nummer 8, Daniel Dim. Mit der Nummer 9, Thomas Celesi. Mit der Nummer 10, Michael Dim. Und mit der Nummer 11, Jan Werner. Ja, kann ich die ganze Gruppe sagen, so Thomas zum Applaus. Aber eine Szene. Mit der Nummer 2, Lukas Hansen. Mit der Nummer 3, Lukas Steinbauer. Mit der Nummer 4, Marc-André Kunze. Mit der Nummer 5, Anton Nikodemus. Mit der Nummer 6, Moritz Lorenz. Mit der Nummer 7, Leon Fein. Mit der Nummer 8, Moritz Kajanzi. Mit der Nummer 9, Ibrahim El Saleh. Herzlich willkommen, SC07 in Oberstein. Und im Tor mit der Nummer 12, Tim Herz. Mit der Nummer 2, Oliver Porscher. Mit der Nummer 4, Kevin Schwein. Mit der Nummer 5, Cedric Nikodemus. Mit der Nummer 6, Ramon Schäfer. Mit der Nummer 12, Janis Staudt. Mit der Nummer 8, Thomas Zelensky. Mit der Nummer 9, Tobias Hornberger. Mit der Nummer 10, Simon Kaiser. Und mit der Nummer 11, Johannes Nikodemus. Herzlich willkommen zu Hofstetten. Simon Schneider, mit der Nummer 9 Marvin Pöß und mit der Nummer 10 Florian Zimmer. Herzlich willkommen. Ich werde Ihnen die Mannschaften jetzt noch einmal kurz vorstellen und wie sie ins Hallenmaßens kamen. Zuerst der SC Birkenfeld. Die etwa 25 Spieler der E-Jugend des SC Birkenfeld werden wie schon letzte Saison von Ralf Bodo Becker und Albert Holstein betreut. Daniel Post komplettiert zudem noch das Trainerteam. Mit 6 Siegen und 80-8 Toren in 6 Spielen konnte sich die E1 in die Playoff-Runde eindrucksvoll für die Meisterschaftsrunde qualifizieren. Auf dieser freut sich das Team schon besonders und will möglichst bis zum letzten Spieltag um die besten Plätze mitspielen.
mit dem starken 99er Jahrgang, welche letzte Saison schon wesentlichen Anteil an der Vizemeisterschaft auf Kreis- und Bezirksebene in der Halle hatte, konnte man sich ohne Punktverlust für die diesjährigen Hallenmasters qualifizieren. Da dieses Spektakel für die Kinder ein unvergessliches Erlebnis bietet, will man sich erneut für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren. Ansonsten steht sowohl für die Mannschaft als auch für die Trainer und Eltern das Erlebnis und nicht das Ergebnis im Vordergrund. In der Hoffnung, dass die Saison weiterhin allen Beteiligten so viel Spaß bereitet wie bisher, sollen sich die Kinder im Alter entsprechend entwickeln. Herzlich willkommen, SC Wickelfeld! SC07 Ida Oberstein. Die Einzeljungen des SC07 Ida Oberstein feierten in der Playoff-Kreisliga einen souveränen Gruppensieg. Nach 6 Siegen und einem Vorverhältnis von 57:6 Toren qualifizierte man sich für die eingleisige Kreisliga. Im Kreispokal sicherte man sich mit 3:1 Erfolg über die zweite Formation des SC den Einzug in die zweite Runde. Für das heutige Hallenmasters qualifizierte man sich wie folgt. Zunächst setzte man sich in der Vorgruppe 4 deutlich durch, mit 30 Punkten aus 10 Spielen und einem Torverhältnis von 54:2 Treffern sicherte man sich den Gruppensieg und somit die Qualifikationszwischenrunde. In der Zwischenrunde Gruppe 2 reichte es dann, der zweite Platz und das Hallenmasters zu erreichen. Nach Siegen über den FC Brücken und den TuS Wilsfelder Lockental musste das Team gegen den TuS Hofstetten die erste Pflichtniederlage hinnehmen. Nach dem Remis gegen den VfL Baumholder machte man dann einen deutlichen Sieg über den SV Niederwürzbach. Für das Hallenmasters perfekt. In der zweiten Saison trainiert Oliver Lorenz und Albert Nicodemus die E1 Junioren des SC07. In der Feldrunde erreichte die Mannschaft nach 5 Siegen und einer Niederlage mit einem Torverhältnis von 55:14 Toren in der Playoff-Runde West als Gruppenzweiter die Qualifikation für die im März beginnende Kreisliga mit 8 weiteren Mannschaften. Sie steht in der zweiten Runde des Kreissparkassencups und treten dort auf die Sportvereinigung Hochwald. In der Hallenrunde zog die Mannschaft ungeschlagen nach 7 Siegen und einem Unentschieden mit einem Torverhältnis von 22:2 in die Zwischenrunde ein. Am letzten Samstag in der Zwischenrunde wurden alle Spiele gewonnen, sodass wir als Gruppenerster uns für das heutige Hallenmasters qualifiziert haben. Die Mannschaft hat sich gesteckte Ziele bereits erreicht. Alles, was jetzt kommt, ist Zukauf. Trainer Matthias Hornberger und Betreuer sind Harald Herz. Herzlich willkommen! Die sich qualifiziert hat, ist der SV 05 Göttingen. Die Betreuer sind Felix Reis, Dennis Hannemann und Stefan Kreitschi. Der Spielerkader umfasst nur 10 Spieler. Sie erreichen das Hallenmasters durch 2x ein Unentschieden, 2 Niederlagen und 12 Siege. Die Feldrunde war leider nicht so erfolgreich, aber das sehen wir noch, was da kommen mag. Herzlich willkommen, SV 05 Göttingen! So, wir machen jetzt das Parkett frei für das erste Spiel. Ich wünsche euch alles Gute für heute. Das erste Spiel lautet SC Birkenfeld gegen den SC Ida Oberstein.